Hallo, meine lieben Zuckerschnuten, und willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen Produktreview hier. Vor die Happy Blocks 3D Plus Delicious. Ohne künstliche Aromen, ohne Konservierungsstoffe, 100 Gramm. Ja, es sind essbare Noppenbausteine. Aus, ja, das ist Fruchtgummi. Und wir haben Geschmäcker, wir haben Blaubeer, wir haben Orange, wir haben Ananas und wir haben Erdbeer. Was ist grün? Vor allem, ich sehe zwei verschiedene Grüntöne. Leute, da fehlt was. Das sind nochmal dieselben. Okay, das müssen wir dann halt rausfinden. Was ist denn drin? Ja, das ist also halb künstlich Glukosesirup und Zucker. Also jetzt zweimal Zucker erstmal. Wasser, Schweine. Ach, warum Schweinegelatine? Dass es nicht vegetarisch ist, ist mir klar, weil es ist Fruchtgummi und es gibt nur ganz wenig vegetarisches Fruchtgummi, aber ausgerechnet Schwein. Das ist jetzt bei mir kein religiöses Ding, aber habt ihr schon mal Schweine gesehen? Die sind genauso intelligent wie Hunde. Und wir essen ja auch keine Hunde. Naja, nicht für die Wissenschaft. Zitronensäure, Erdbeeraroma, Orangenaroma, Heidelbeeraroma, Ananasaroma, Kokosöl, Karottenkonzentrat, Spirulina-Konzentrat. Ist übrigens eine Alge Spirulina, falls ihr das nicht kennt. Apfelsaftkonzentrat, schwarzer Karottensaftkonzentrat und Karnauberwachs. Haltbar noch fast ein Jahr. Adresse und Produktinformationen aufbewahren. Kühl und trocken lagern. Stammt aus Hamm. Hat auch Nährwertinformationen. Ist vom Woolworth und nicht günstig. Also 100 Gramm, 2 Euro. Ist eine Ansage bei Fruchtgummi. Haribo macht einen. Naja, schauen wir mal rein. Es hat sogar dieselbe Art zu öffnen wie ein Lego-Set. Uhu. Mit Eindrückdingern und aufreißen und dann geht es damit. So, und ah. Okay, das ist der Karton. Nichts weiter Spannendes. Und wir haben eine Plastiktüte. Alles sehr original. So, jetzt. Gesehen. Blöcke. Die sind glibberig. Schauen wir uns mal einen Block an. Das ist. Oh, sieht aus, als würde er funkeln, ist aber nur das Orangenzeug da drin. Wir haben Gegennoppen, wir haben Noppen. Wir können sie zusammenbauen. Ja, die Klemmkraft ist jetzt nicht überwältigend, aber ich meine, es ist süß. Süßes Kram. Ich sehe überhaupt kein Blau. Ist das Blau? Das ist doch wieder sehr grün, aber. Okay, das ist auf jeden Moment. Das ist auf jeden Fall nicht die Farbenvielfalt auf der Verpackung. Ja, wir haben hier Rot, Gelb, Hellgrün und Dunkelgrün und dieses Bläuliche. Wir haben Rot, Orange, Gelb, Grün. Und da steht noch nicht mal Serviervorschlag. Würde das bedeuten, dass die Dinger da eigentlich so in diesen Formen drin sein müssten? Ja, Serviervorschlag ist das bescheuertste Wörter der deutschen Sprache. Okay. Dann, also die sind wirklich weich. Die sind. Ja, okay. Nicht so klebrig, wie sie sich erst anfühlen. Schauen wir mal. Das hält Erdbeer, ne? Ja. Die sind gar nicht so leicht. Aber sie sind auch ziemlich fest im Zerbeißen. Na, das ist sehr subtil, Erdbeer. Gucken, wie die anderen sind. Okay, Orange ist wenigstens halbwegs, dass man merkt, da könnte eine Orange drin sein. Zitrone hat halt überhaupt nichts Saures, da merkt man auch nichts von der Zitrone. Und Blaubeere.
Also der Geschmack ist wirklich sehr, sehr subtil. Eher zum Puzzeln als zum Essen. Die Dinger sind wirklich Gelatine mit Zucker. Von dem Fruchtgeschmack merkt man nicht viel. Ja, nee. Nö. Nö. Lass mal. Geh zu den Sachen, die erkennt im Süßigkeitenregal. Und das ist eine lustige Spielerei, aber hey, ich dachte, mit Essen spielt man nicht. Wenn doch, okay, aber so ein richtiger Block hält länger und schmeckt wahrscheinlich sogar besser. Okay, das, ja, das war schon mal definitiv eine Enttäuschung. Es schmeckt einfach nur nach Gelatine. Mal gucken, ob Woolworth morgen besser wird. Bis dann. Ja, Happy Blocks. Ich glaube nicht, dass das Schwein sonderlich happy wäre, wenn es rausfindet, was diese Firma aus dem Vieh gemacht hat. Arme Schweine.